So, von uns nochmal einen schönen guten Morgen. Es ist kurz vor 9:30 und wir gehen gleich raus ins Café und dort werden Sie eine wunderbare Stimme heute hören dürfen. Ja, eine richtige Superstimme von Josie James. Das ist ein Jazz-Talent, mehr als ein Talent. Wir hören mal rein. So sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Lover, where can you be? Das entspannt. Ah, da wünschte man, man wäre jetzt in New York in irgendeinem Jazzkeller verraucht. Da lebt dieser Mann in New York und er zollt hier Tribut. Und zwar einer großartigen Sängerin, Billie Holiday. In die hat er sich verliebt, als er 4 Jahre jung war. Dazu aber später noch mehr. Außerdem haben wir natürlich viele, viele Gäste, unter anderem 2, die wir heute auch noch mal ein bisschen in den Fokus rücken wollen. Genau, nämlich Yolanda und Lisa, die müssten da auch schon sitzen. Da sitzen sie auch schon an der Theke. Das sind Teilnehmerinnen bzw. Ex-Teilnehmerinnen des J7-Gipfels. Sie fragen sich, was das ist. Lächelt doch mal, wenn ihr uns hört. Dann, ja, ah, es geht doch, wunderbar. Teilnehmerinnen des J7-Gipfels, das ist eine Veranstaltung, die im Vorfeld des G7-Gipfels stattfindet. Und da geht es auch um Handlungsanleitungen an der Politik für Nachhaltigkeit und weitere Dinge. So, jetzt gibt es noch ganz schnell die Telefonnummer für richtig oder falsch. Es ist die 01371 373839. Rufen Sie uns an, wenn Sie unsere 2 Tassen gewinnen wollen. Und jetzt ruckzuck nach Mainz zu den Nachrichten. Schönen guten Morgen, Carsten. Hallo, Carsten. Und tut mir leid, bedanke mich fürs Mitspielen. Herzlichen Glückwunsch, Rana. Und jetzt geht's weiter mit fantastischer Musik. But not as amazing than Berlin, right? Ja, danke. The crowd is totally different. Tonya, you like it? Ja, oh, wir haben uns schon verquatscht. Er hat eine tatsächlich Jahrhundertstimme und er performt eine Sängerin, die Sie vielleicht auch alle kennen. Sie wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden und er ist ein großer Fan von Billie Holiday. Aber er hat selber, wie gesagt, eine fantastische Stimme, José James. Good morning. Good morning. What is so special about Billie Holiday? Also, was ist so besonders an Billie Holiday? I think just her voice is so unique. Everybody can really relate to her emotion. But before you had your first experience with her, you were also in love with other bands like Nirvana or, I mean, really other stuff. Bevor er also zum ersten Mal wirklich richtig auf Billie Holiday eingestiegen ist, hat er eigentlich ganz andere Musik gehört. So how did the change come? Well, I think she has a kind of voice that can like cut across generations. You know, everybody falls in love with her in this beautiful way. And jeder fällt im Grunde mit ihr in, also oder verfällt ihr jedenfalls, weil sie so eine besondere Stimme hat, aber auch weil die Texte, das weiß ich, das hat er mir vorher schon erzählt, sehr viel Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Your first experience was when you've been 4 years old, sitting on the floor. Yeah. Also seine erste Erfahrung mit Billie Holiday hatte er, als er 4 Jahre alt war. Er saß auf dem Fußboden und seine Mutter hat, glaube ich, Billie Holiday gespielt. So your mom is in charge for your love. She is. Yeah? And yesterday was Mother's Day, so I had to say thank you to my mom once again. Oh, that's very cute. Also er bedankt sich gerade bei seiner Mutter, dass er ihr Billie Holiday so nahe gebracht hat. You will play on the 12th in Darmstadt and on the 14th of May in Cologne. So there will be some more tickets available. Also wer Lust hat, am 12. in Darmstadt und am 14. in Köln. You played yesterday in Berlin and you just said it was your... Amazing. The best show in Berlin yet. Absolutely. Amazing crowd. Thank you guys. We are not jealous. Also gestern hatte er eins seiner besten Konzerte hier in Berlin. Mitri hat auch schon vorhin so einen kleinen Hitschlag gekriegt. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass Sie da sind. What are you going to perform? Was werden Sie spielen? God Bless the Child. Oh, that is one of the most favorite and best songs, right? Yeah. Of Billie Holiday. Her best. Her best. Yeah. So, thank you very much. Thank you. Genießen Sie ihn. Sie werden sich gleich auch verlieben, genauso José wie wir. James, live jetzt im ZDF Morgenmagazin. Wir sehen uns quasi morgen ab 5.30 Uhr. Viel Vergnügen. Tschüss. Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Mama may have, and Papa may have, but God bless the child.
has got his own, has got his own, has got his own. Yeah. Said the strong get more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, and Papa may have, but God bless the child that's got his own, got his own, yeah, got his own. Money, you've got lots of friends, they're hanging round your door, but when you're gone and all that spending ends, they don't come round anymore. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but just don't take too much. Mama may have, and Papa may have, but God bless the child. It's got his own. It's got his own.